Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Multiplayer bei Camp Crossing. Ja, wir sitzen hier in unserem Deutz und bringen die erste Ladung Hanf, also wir nicht, Auto 3 fährt, ne? Die erste Ladung Hanf kommt zur Textilfabrik. Das heißt, wir werden dann aus Leinsamen und Hanf auch Stoff herstellen. Flachs ist schon alles hingefahren. Nicht Leinsamen, falsche Karte, ne? Aus Flachs werden wir Stoff herstellen. Den haben wir schon alles angeliefert, noch den wir besessen haben. Mehr haben wir nicht. Ne? Das ist nun mal leider so. Irgendwann die Rohstoffe gehen es halt aus. Ne? Das ist wie überall. Ne? So, also wie gesagt, das oben ist ja getrockneter Hanfschwad. Den hätten wir noch genug da. Ne? 173 Liter Stoff haben wir schon. Und das sind Paletten. Wo sind der Flachs? Da drüben noch ein Display? Nö. Ich habe doch Flachs hierher gefahren. Warum sehe ich den nicht dort? Oder kriegt man den nicht überall gezeigt? Moment, mal gucken. Das ist die erweiterte Textil. Wo ist die andere? Ne, muss da weiter unten stehen, würde ich sagen. Muss ich selber erstmal gucken. Ich habe doch Flachs hergefahren. Ich werde den Flachs nicht hier verkauft haben, das wäre mir oft gefallen. Hier, Stoff aus Flachs, na klar, das sind die 127, die wir schon gemacht haben. Und Flachs ist drin, 132.000 Liter. Ja. Ist wahrscheinlich auf dem Display vergessen worden dann, oder? Ich kann es nicht sehen. Denn ich wüsste nicht, dass es noch ein Display gibt, oder? Ach, da drüben ist noch eins. Aber da steht es genauso wenig drauf. Ja, nicht schlimm. Jedenfalls ist es drin. Es wird Stoff produziert. Jetzt ist noch eine Hanf hinzugekommen. Ja, wir brauchen natürlich hier noch Baumwolle. Ne? Die Mission läuft ja noch. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus bei der Mission. Es hat zwar erst da gestanden, dass nicht so viel, also ich glaube 3 Ballen oder so sollten wir uns übrig bleiben, ne? Also wir müssen noch 56.000 Liter abgeben. Schätzen wir mal 50.000, also dass ich bloß noch 5 Ballen hinbringen muss. Ich hoffe mal, dass ich den 6. nicht mehr reinschmeißen muss. Er muss noch ein bisschen dreschen, aber der wird auf jeden Fall dreschen oder die Baumwolle ernten. Er wird in dieser Folge fertig, ne? Da müssen wir mal schauen, ne, wie das wird. Ne. Es gibt noch Feld 36 mit Baumwolle. Ich habe ja schon überlegt, ob wir es kaufen. Also überlegt habe ich schon. Ne. Also bevor ich hatte jetzt gerade hier wieder neu auf dem Server. Deshalb habe ich aber keine richtige Synchro hier. Auf Feld 36 ist Baumwolle drauf. Ne. Kostenpunkt 3,2 Millionen. Ne. Wird natürlich unser Konto ganz schön schrumpfen. Ne. Kriege ich Ärger, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre auch die letzte Chance, das jetzt im November unbedingt zu ernten. Ich bin so ein bisschen hinhergerissen. Entweder die Mission noch machen, aber der wird auch ewig fahren, der Baumwollernter. Hm. Denn die Mission, die wir jetzt machen, das sind, wo steht, sieht man nicht mal mehr die Hektarzahl. Aber wir kriegen eine Vergütung von 64.000 sozusagen, Feld 48. Und hier unten wird man kriegen Feld 36, 60.000, also ähnlich groß. Ne? Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob man es noch machen sollte. Wenn, dann müsste es an diesem Ingame-Tag fertig gemacht werden. Wenn wir spielen Zeit 5, ja. Aber wir müssten noch mal ein Stück vorwärts kommen. Ich glaube schon fast, dass das reicht, was wir da kriegen. Wir werden das mal fertig machen, dann gucken wir, was da übrig ist. Ich meine, wir brauchen es ja jetzt durchgängig die Produktion zu betreiben, reicht sowieso nicht. Reicht unser Flachs nicht, reicht unsere Hanf nicht. Ne? Also da eher schon, dass wir wenigstens was hergestellt kriegen. Jetzt habe ich hier einen Helfer rausgenommen, das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So, er hätte jetzt 5 Ballen drauf und dort macht er die letzte Runde. Ne? Ja, oder die letzten 2 Bahnen, 3 Bahnen. Und auf dem Feld liegen noch... Nochmal 5 Ballen. 3 sollten übrig bleiben. Ich denke mal 6 oder 7 werden wir übrig haben. Aber wir hatten schon mal einige über, wo wir
schon mal Baumwollmission gemacht haben. Wir haben ja schon mal auf zwei Feldern auch Baumwollmission gemacht, oder? So, den holen wir mal hier noch weg. Aber ich will erst den Ernter fertig machen lassen, damit wir definitiv sicher sind, dass wir nichts mehr zusätzlich, dass wir zu viel abgeben. Ne? So, jetzt hätten wir 6 Ballen sind drauf. Ich weiß, einen darf nicht reinschmeißen, wenn wir den mitnehmen. Ich überlege schon, ob ich einen 7. Ball noch auflade. Das werde ich auch machen. Gib mal einen her hier. Da schickt man ihn mal zum Farmers Markt hin. Und dann werden wir gucken, dass wir noch 5 rein tun. Und die 2, die wir übrig haben, die schickt man gleich zur Produktion, sodass sie entsprechend Säcke produziert werden. Ne? Ich meine, wie dringend wir die Säcke brauchen, ist die andere Seite, weil unser Zementwerk ist noch nicht fertig. Ne? Erstens einmal falsch Blöcke abgegeben. Ne? Aber gut, das geht leider nicht mehr rückgängig zu machen. Weil das ist jetzt nicht schlimm. In der anderen Produktion brauchen wir die Blöcke auch. Ne? Aber wäre eben schöner gewesen, ich hätte an der richtigen Stelle abgegeben. Naja, wir werden nicht verlieren. Ne? So, schickt man ihn mal zum Farmers Markt hin. Und zwar als Schüttgut, ne? Stehen wir im Schüttgut-Trigger, da passiert nichts. Wollt ihr sagen, hier passiert aber auch nichts, ne? Da wird jetzt definitiv noch hier den Baumwollernter über den Haufen fahren, oder? Ne, nicht. So, da vorne steht noch einer, der Zement mitnehmen will. 17 Paletten brauchen wir noch an der in der Stahlproduktion. So, das sind 13, also brauchen wir noch 4. Also wir lassen trotzdem jetzt hier erstmal noch die Produktion an. Weil, lass mal gucken, wie das dann anläuft. Kann sein, wir brauchen noch was schon, wenn wir noch was anderes machen wollen. Ja, eigentlich will ich auch noch 2 andere Produktionen kaufen. Deshalb mit dem Feldkauf, das ist ja alles gut und schön. Meine klar, wir könnten jetzt noch mit Sicherheit ein paar Anhängerladungen bei Holz verkaufen. Ne? Aber wir können jetzt nicht bloß vom Holzverkauf leben. Nehmen wir fahren gleich mal selber hin hier zur Baustelle. Ja, dann können wir nämlich ihn ausladen, hier wieder zurückschicken. Und dort müsste inzwischen... Inzwischen müsste dort ein LKW angekommen sein mit dem letzten Fertigwenden. Weil da hatte ich noch mal eine Ladung erladen, sodass die letzten 5 herkommen. Ah, ich habe immer noch mit Synchro zu tun, das ist... Deshalb hakelt es jetzt hier auch ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Hier Schulgebäude, oder? Oh, jetzt weiß ich mal, wann habe ich das gebaut? Dort stellen wir entsprechend, ich glaube, diesen Support und Moral her, ne? Müsste ich generell mal gucken. Also man sieht es hier nicht in Produktionsübersicht, das wird ja nur hergestellt. Und verteilt natürlich, das ist ja so fest eingestellt. Wir müssen auch mal gucken,
dass wir eventuell vielleicht so große Häuser noch bauen, dass wir dort einfach mehr von dieser Moral und Support und was ist das, das weiß ich gar nicht. So, guck mal, hier steht nämlich noch einer. Die Frage, wie rum lädt der Universal ab hier, ne? Aber lass ich mir auf den Henker runternehmen, das ist immer so eine Sache, ne? So. Da ist alles abgeladen. Kann er hier nochmal zurückfahren zum Betonwerk. Hier schmeißen wir mal die letzten 5 Fertigteilwände noch rein. Die Frage, was wir jetzt mit ihnen machen. Oder können wir was anderes generell noch holen? So, Fertigteilwand 25. Oh, hier fehlt wieder 1 Liter, aber ich glaube, den kriegen wir beim nächsten Mal mit hin. Wenn ich mir nur noch eine Schippe voll hierher bringe, ne? Ich hätte mit denen zur Steinindustrie fahren sollen, ne? Wo ist er denn? Ach ne, das ist der LKW. Aber der andere... Doch, hier. Da gucken wir gleich mal hin. Was wir auch heute unbedingt noch machen wollen, oder was ich jetzt noch anfangen werde, ist... Fahrzeug einstellen, dass wir unsere Graswiesen noch mähen. Ne? Hatte hier Jürgen gesagt, die 2 sind erntereif. Da müssen wir auch kleiner mal gucken. Nee, das ist hier der Wassertrigger. Oder wie war das jetzt hier? Nee, hier gebe ich ab und dort kriege ich es raus, oder? Bin ich jetzt verkehrt. So, Steine. Haben wir aber nicht genug, ne? Brauchen wir eigentlich gar nicht weiter gucken. Waren jetzt überhaupt keine mehr da? Weil das ist, dass wir die erst am heutigen Ingame-Tag hingefahren haben. Das ist so. Oh, ich hatte doch irgendwo... Ach, im anderen Lager liegen noch welche, oder? Wie war das hier? Wo ist denn hier? Bricks. Hier, Bricks. Im anderen Lager sind bestimmt noch welche, oder? Ja, ne, Palettenlager. Kleinen Schmelzofen. Ach so, kleines Palettenlager, ja. Haben wir das doch noch an, einem kleinen Schmelzofen? Ich glaube, ja, oder? Gut, lassen wir ihn trotzdem erstmal, ups, lassen erstmal hier, nehmen wir fahren, lassen ihn rüberfahren, dann können wir den drüben aus dem Lager mitnehmen, ne? Wir hätten ihn einfach fahren lassen, aber was wir auch noch machen, bevor wir anfangen, das Gras zu mähen, ach nee, das geht gar nicht. Nee. Das geht so gar nicht. Halt fabelig hin. Ich wollte noch was anderes machen. Ach so, ja, klar. Nee, da können wir erst hier ein Grasmäher einstellen. Weil ich wollte den restlichen Schutt noch verladen.
Willkommen in Ihrem Clan. So, hier einmal Frontschneidwerk dran. Ach Quatsch, wir haben doch Big M gekauft. Und da hatte ich mir doch auch von Jürgen die neuen Kurse gespeichert, oder? War das so oder ist das so? Moment, wir mal gucken hier. Ne, 01, 9 Meter, 02 haben wir auch plus 9 Meter. Ich glaube, wir hatten eine Big M gekauft für die 3 und für die 4, ne? Gut, dann werden wir hier von Big M nochmal noch Kurse einrichten. Ach so, und Dünger- und Saatgutproduktion muss ich noch bedienen. Das hatte ich noch gesehen. Das ist auch leer. Wir fahren erst mit ihnen schnell hoch. Ich meine, schnell ist relativ, ne? Weiß gar nicht, die Wiese 1, ach nee, vorne hat man die generiert, ne? Hat man, glaube ich, vorne angefangen. Wenn wir das heute bloß noch mähen am heutigen in jedem Tag, ist es okay. Dessen können wir das auch noch am anderen Tag, kommt nicht einer entgegen hier. Das ist so verrückt, aber wir fahren mal bald. Das können wir auch noch am anderen Tag pressen. Aber am anderen Tag können wir es nicht mehr mähen, ne? Ja, weil das eine, ich glaube, es geht noch eine Wachstumsstufe zurück, ne? So, wie hat man das jetzt hier gemacht? Das war die Wiese 1 hier drüben. Da hat man den Kurs, glaube ich, dort angefangen, ne? Ich glaube, hier so hat man angefangen, ne? Dass wir den hier immer zum Anfahrpunkt von 39 schicken und dann hier vorne oft durchschicken. Und zuerst eben das Vorgewende, ne? Sonst sieht es immer so unsauber aus. So, 10 Meter ist erkannt. Wir brauchen natürlich... Wir brauchen... Achso, er erkennt das Feld, okay. Quatsch, Holger. Drei Vorgewände. Vorgewände zuerst. Tja, scharf oder weich? Ich glaube, das ist besser, wenn wir das auf weich lassen. Die Presse kriegt das dann alles mit. Machen auch 15% Überlappung und da müsste das eigentlich alles passen. Das mit 0,2 war jetzt eigentlich Quatsch, oder? Aber er berechnet nichts. Doch jetzt, lange gedauert. Ach so, ich muss gegen Uhrzeigersinn fahren. Wir wollen ja hier gegen Uhrzeigersinn fahren. Berechnet jetzt länger wie vorher. Oder jetzt stürzt es ganz ab. Ne, er hat sich so überlegt. Er fährt zwar jetzt hier die eine Linie relativ doppelt, ne? Aber ja, ist dann so. Ah, gibt Schlimmeres. So, nee, das andere, ich dachte schon, er fuhr jetzt hier nach unten mit einer Linie. Ne? Ich bin Schreck gekriegt. Ne? So, erster Wegpunkt. Schwattablage sollte hoffentlich an sein, oder? Ja.
Gut, lassen wir ihn mal arbeiten. Genau, er ist ja angekommen. Aber wie gesagt, ich will es erst abgeben, wenn wir das Feld hier komplett durch sind mit der Ernte. Wie lange braucht er noch? Noch eine Bahn zurück, oder? Ach nee, er ist fertig. Das ist ja günstig. Den können wir noch runternehmen, aber ja. Warum lässt sich das Teil nicht? Ach so, oh Gott. Fehler gut 40. Muss ja wenigstens hier CP rausnehmen, ne? Kann ich es auch zusammenklappen. Muss mal gucken. Klar, die müssen wir dann selber fahren. Weil das sonst, da kommt gleich mit Autodrive nicht zurecht. So, gut. Gemäht ist und Mission sagt, ist noch aktiv, 100%. Und wie gesagt, 56.000. So, wir werden jetzt mal gucken, ob uns da die 5 Ballen, so wie ich mir das hoffe, das reicht. Wo ist jetzt unser Baumwollfahrzeug? Das gibt's doch nicht. Der fährt mit der Halbenger. Wer schickt den sofort? Haben sie den Trecker geklaut? Sind die anderen hier? Nicht jetzt drüber geblättert oder den Baumwolf ritzen? Oder nicht? Darunter muss er stehen. Fahren wir noch ein Stück vor. Es kann schon sein, dass jetzt noch der eine drin steht im Trigger. Zwei sogar. So, und jetzt haben wir stehen. Müssten ja theoretisch, wenn wir vorher 56 hatten, minus 10.000 pro minus 2 wären 36. Ne? Aber ich glaube schon, dass da nicht mehr so viel steht. Ich muss noch 32.000. Ne? Das heißt, wir kriegen das definitiv mit den 5 Ballen voll. Oder na, 4 reichen nicht. Das glaube ich, vielleicht reichen nicht auf 4 zum Abschluss, sonst glaube ich nicht was. Ne, ist noch nicht abgeschlossen. Es muss noch schmerzhafterweise am Ballen hin. Und auch noch 13.000 Verkaufsbonus. Hätte lieber das Baumwolle genommen. Da können wir eins machen, da schicken wir ihn zur Textilfabrik. Ne? Hab ich die schon weggeschoben? Nee, ist nicht. Ich die schon hergeschoben oder nicht? Wir haben doch aber Anlieferung, genau den Punkt hier, den suche ich doch.
So, Kurse habe ich. Nee, Quatsch, die muss ich ja noch speichern, ne? Ich sage auch noch, habe ich. Wo rennen dann jetzt rum? Das wird nichts, was ich mir da jetzt. So, wir gucken mal, bevor der andere mit der Baumwolle anguckt, dass man vielleicht noch hier eine Ladung Gerste oder ich weiß nicht, was kann man noch reintun? Saatgut geht Gerste oder Weizen rein. Weil es gehen ja auch nur noch 25.000 rein. Ich weiß nicht, wo produziert man eigentlich in der großen Produktion die. Na ja, die Rohstoffe dann, also den Dünger und das Saatgut. Das wüsste ich gar nicht so. Nehmen wir gleich hier Obst, eine Ladung Dünger mit. Ihn lassen wir mal hier voll laufen, auch da die Zeit nämlich so rennt. Ich möchte am liebsten noch die Ladung Hand abgeben. Quatsch, Baumwolle abgeben. Der ist noch nicht weit, oder? Wir fahren ja mal selber, das wollen wir mal abgeben kriegen. Wir müssten ja auch mal die Ballett noch zusammen sammeln, ne? Auf dem Weg zum Hof liegt nämlich noch eine weiter rum. Wenn ich jetzt noch 3 oder 4 Ballen auf dem Feld finde, können wir eigentlich auch zufrieden sein. Ne? Das sind dann so 70.000, 80.000, was übrig bleibt. Das ist eigentlich okay. Holen noch.
So, einmal hier über den Trigger. Warum sehe ich nichts? Ach, Mause, sagt die. Ups. Ich hoffe, die nimmt's. Schade. Ach doch, okay. So, und damit stellen wir jetzt auch Säcke her, ne? Ja, Säcke werden hergestellt. Es wird Stoff aus Hanf, Stoff aus Flachs. Den brauchen wir, wie gesagt, für den Gebäudebau noch. Und Netzrollen, möchte ich meinen, werden hergestellt, ne? Achso, die Sora ist jetzt angesprungen mit dem Stoff zusammen, ne? Ja gut, hier brauchen wir eben, wie gesagt, diese Romhammer, Labor, Support und Moral, ne? Aber mal gucken, was wir da am Samstagabend vielleicht noch davon schaffen. Da wollen wir planmäßig eigentlich auf Twitch streamen hier auf der Karte. Ansonsten nächste Folge kommt natürlich wie immer am Montag, 9 Uhr auf YouTube. Und dann sag mal vielen Dank fürs Einschalten und ja, wer möchte, würde ich mich freuen, wenn du da einschaltet. Bis dahin und tschüss.